Der Bayreuth-Krimi Bayreuther Abgründe handelt im Prinzip an einem sehr renommierten, altehrwürdigen Bayreuther Gymnasium. Und dort werden bei Bauarbeiten der Hartplatz wird renoviert, wird aufgegraben und da findet man die Überreste einer Leiche, also ein Skelett. Es stellt sich dann im Lauf der Ermittlungen heraus, dass es sich um einen Schüler handelt, der vor circa 30 Jahren an der Schule eines Abends nach dem Unterricht plötzlich verschwunden war und nie mehr aufgetaucht ist. Und das ist der Fall, den die Bayreuther Mordkommission lösen muss. Der Chef heißt Kanter, Kriminalhauptkommissar Friedrich Konrad Kanter, von seinen Kollegen und Freunden gern auch scherzhaft FKK genannt, sein Kollege Georg Schwingshackel und der Jüngste in dem Trio, der Hannes Frauenknecht, die machen sich nun an die Lösung des Falles. Es gibt eine Reihe von Schwierigkeiten, die natürlich zu überwinden sind. Der Fall, bis er zu seiner Lösung kommt, nimmt einige Wendungen und am Ende wird das Geheimnis aber natürlich gelüftet. Das ist eine gute Frage. Ganz generell, ich habe ja die eine oder andere Rückmeldung zu dem Buch schon bekommen von Freunden und Bekannten, die also auch an diesem renommierten Gymnasium waren. Auch ich selbst war an diesem renommierten Gymnasium als Schüler, das halt hier anders heißt in dem Buch, aber die Eingeweihten wissen, worum sich's handelt. Und natürlich habe ich ein bisschen was einfließen lassen von Leuten, die ich kenne und natürlich auch von mir. Nun bin ich weder Kriminalkommissar, noch bin ich verwitwet wie der Kanter oder so, aber natürlich wird das eine oder andere aus meinem persönlichen Umfeld ist eingeflossen. Also es kommt ein Stammtisch vor, ein sehr merkwürdiger. Da bin ich auch bei einem so merkwürdigen Stammtischmitglied oder der Kanter ist also Kurstudent, also war in einer Studentenverbindung, was ich also auch bin. Also es gibt den einen oder anderen Anklang. Es gibt die eine oder andere Figur in dem Roman, die Charaktermerkmale, die Persönlichkeitsmerkmale hat von Menschen, die ich auch gut kenne, ohne dass die jetzt eins zu eins umgesetzt sind. Eins vielleicht, ich habe Kritik gehört, dass also ich irgendwelche Traumata mit meiner alten Schule hier aufarbeiten würde. Das ist also nicht so. Alle Figuren, die an der Schule sind, also der Direktor, der Hausmeister, die Lehrer dort, alle, die mit der Schule zu verbunden sind, das ist wirklich reine Fiktion. Da ist niemand, das ist reine Erfindung. Ja, ob ich gut schreibe oder besser schreibe, das sollen natürlich andere beurteilen. Ich war Deutschlehrer unter anderem gewesen, hat man natürlich viel gelesen und weniger geschrieben. Also man hat mit den Schülern über Literatur gesprochen, seltener über Kriminalliteratur. Nee, das ist an sich ein reines Hobby von mir. Regionalkrimis, die gibt es ja noch nicht so lange, also vielleicht so 15 Jahre so. Die haben mich aber dann schon immer interessiert, halt so die wirklich aus der Gegend waren. Bamberg-Krimis zum Beispiel kenne ich sehr viele, aber auch Nordsee-Krimis oder Alpen-Krimis, da gibt es so ganz tolle Geschichten. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, sowas müsste man vielleicht auch mal, das könntest du doch auch mal probieren. Aber wenn ich dann in einer Buchhandlung gestanden bin und habe da Zehntausende von Titeln gesehen und habe mir vorgestellt, da liegst du jetzt drin, warum soll ausgerechnet dich jetzt jemand lesen? Dann habe ich mir gedacht, naja, bringt es vielleicht doch nicht. Aber dann habe ich es halt angefangen und jetzt ist es halt so. Ja gut, ich bin natürlich ein Neuling und habe das Manuskript, als es fertig war, diversen Verlagen, 15, 20 Verlagen angeboten. Die meisten haben auch höflich geantwortet, haben gesagt, sie haben natürlich sehr viele, die Manuskript einsenden und ich möge ihnen doch circa 3 Monate Zeit geben. Wenn ich bis dorthin nichts gehört habe, soll ich die Sache als erledigt betrachten. Manche Verlage haben auch höflich abgeschrieben, es würde nicht in ihr Konzept passen oder so, ist ja alles gut. Und dann bin ich irgendwann zufällig auf die Möglichkeit gestoßen, das im Self-Publishing-Verfahren zu veröffentlichen. Ich habe gedacht, das probierst einfach mal, das kostet dich jetzt nichts. Und habe das dann so gemacht und es funktioniert an sich erstaunlich gut. Nee, ich bin da an sich flexibel. Also ich muss nicht vom Schreiben leben. Das heißt, ich habe keinen Termindruck, bis wann ich fertig sein muss. Ich schreibe, wenn mir was einfällt.
Das ist meistens ja auch nachts oder vorm Aufstehen und dann merke ich mir das halt, notiere mir das, aber schreiben tue ich dann einfach nachmittags oder abends. Ich habe aber keine festen Zeiten. Und wenn mir mal nichts einfällt, das passiert ja auch mal, dann gehe ich so eine Stunde spazieren und da fällt mir unglaublich viel ein und danach schreibe ich dann wieder weiter. Nein, also wenn hier steht erster, kann das erster Fall, das impliziert ja, dass es vielleicht einen zweiten geben soll. Viele Leute haben mich auch schon gefragt, wann gibt es denn den zweiten und so. Also es wird einen zweiten vermutlich geben, der in meinem Kopf auch schon Gestalt annimmt, aber jetzt irgendwas zu verraten, das wäre ein bisschen früh, glaube ich. Weil ich habe bei dem gemerkt, das Buch, wie es hier steht, das war am Anfang völlig anders in meinem Kopf gewesen. Das hat sich erst im Laufe des Schreibens, hat sich das so entwickelt, wie es jetzt da ist. Das war am Anfang wirklich eine ganz andere Geschichte gewesen. Und so könnte es jetzt mit der Geschichte, die ich jetzt im Kopf habe, bis zum Buch auch sein. Aber es wird einen zweiten, denke ich, geben.